Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben dir heute ein kurzes Yoga-Programm mitgebracht, das dir dabei helfen soll, deine Verspannungen in Schultern und Nacken zu lösen. Das gesamte Programm findet im Sitzen statt und eignet sich dadurch super fürs Büro, kann aber mindestens genauso gut für zu Hause als kleine Feierabendroutine oder kurze Bewegungspause für zwischendurch genutzt werden. Genug gequatscht, mach doch einfach sofort mit. Starte im Sitz. Such dir hier eine bequeme, aufrechte Position. Rutsch vielleicht noch etwas nach hinten, dass du von den Gesäßhöckern an aufrecht sitzt. Leg die Hände vorne ab oder Blick nach vorne. Wir starten mit 4-mal Schulterkreisen. Zieh deine Schultern weit nach oben, nach hinten und nach unten. Mach die Bewegung so groß, wie du kannst, noch 3-mal. Und versuch dabei, möglichst aufrecht zu bleiben, den Blick geradeaus nach vorne gerichtet. Noch eine große Wiederholung, bring nochmal viel Spannung zwischen die Schulterblätter und leg dann die Hände vorne ab. Mit dem nächsten Mal ausatmen, lass deinen Kopf locker nach unten fallen, das Kinn auf die Brust. Wir mobilisieren die Halswirbelsäule, mit der Einatmung roll zur Seite, der Blick nach vorne. Ausatmen, zurück wieder zur Mitte. Und mit dem Einatmen zur anderen Seite, das Ohr Richtung Schulter. Mach genauso weiter, immer mit der Ausatmung die Bewegung nach unten und mit dem Einatmen die Bewegung nach oben. Der Nacken bleibt aber locker, die Schultern ganz entspannt. Mit der Ausatmung lass locker fallen und einatmen nochmal zur anderen Seite. Denk daran, schau geradeaus nach vorne. Und aus, wieder auf die Brust. Mit dem Einatmen heb wieder den Kopf, der Blick geradeaus nach vorne. Sehr gut. Für die nächste Übung nimm die Hände verschränkt hinter den Kopf, die Ellenbogen zeigen nach außen. Lehn dich nochmal etwas zurück und mit dem Ausatmen tauch genauso wie eben, aber noch mehr nach vorne ein. Die Hände liegen locker auf dem Kopf. Atme ein und öffne wieder, streck dich, such hier viel Länge. Und mit dem Ausatmen lass fallen, werd hier rund und klein. Nächstes Mal einatmen, wieder öffnen. Wir bringen noch was dazu. Beug dich mit der Ausatmung zur linken Seite, Blick geradeaus nach vorne. Einatmen, zurück zur Mitte. Und aus, genauso wie eben, roll dich nach vorne rund ein. Nächstes Mal einatmen, wieder langer Rücken, Ellenbogen zeigen nach außen. Und ausatmen, beug dich zur rechten Seite, behalte die Länge im Rücken. Einatmen, zurück und aus, nach vorne, wieder rund werden. Es kommt gleich noch etwas dazu mit der Einatmung, erstmal wieder zurück zur Mitte. Ausatmen, beug dich nach links, diesmal löst die linke Hand vom Kopf, drück am Brustkorb vorbei und richte den Blick nach oben zu deinem Ellenbogen. Mit der nächsten Einatmung löst die Position wieder, komm zurück zur Mitte. Mit dem Ausatmen lass fallen, die Hände locker auf dem Kopf. Atme ein, streck dich und aus, das gleiche zur anderen Seite. Löst die rechte Hand vom Kopf, drück am Brustkorb vorbei, richte den Blick nach oben zum linken Ellenbogen. Gleich mit der Einatmung löst die Position, komm zur Mitte. Und ausatmen, lass locker nach vorne fallen, hier lösen. Und mit dem Einatmen wieder Spannung rein und Länge. Noch einmal, beug dich zur linken Seite, löst die linke Hand, drück am Brustkorb vorbei, Blick zum rechten Ellenbogen nach oben. Einatmen, zurück zur Mitte und ausatmen, wieder rund werden und locker. Einatmen, öffnen und aus, zur rechten Seite beugen, löst die rechte Hand, drück am Brustkorb vorbei und richte den Blick nach oben zum linken Ellenbogen. Nächstes Mal einatmen, komm zurück zur Mitte. Atme aus, werde rund, lass hier nochmal fallen. Atme alles aus, was du hast. Mit dem Einatmen streck dich, die Ellenbogen zeigen nach außen und löst die Spannung, lass die Arme senken. Jetzt geht es um die Schulterrotation. Dreh also auf Schulterhöhe einen Arm komplett ein, den anderen komplett auf. Wechsel das hier erstmal langsam, immer ein Arm eingedreht, einer aufgedreht. Noch einmal und dann kommt etwas dazu und zwar richte den Blick immer zur geöffneten Seite. Versuch dabei trotzdem schön aufrecht zu bleiben,
gerade zu bleiben und nicht die Nase zur Seite zu schieben. Also behalte deine Länge und mach die Bewegung ganz langsam, so dass du gut spüren kannst, was hier in deinem Schultergürtel alles passiert. Jede Seite noch einmal. Noch einmal möglichst groß auch eindrehen den einen Arm. Dann dreh beide Arme auf, richte den Blick geradeaus nach vorne und senk die Arme. Schüttel dich nochmal aus und richte dich erneut ein. Für den Yoga-Adler nimm beide Arme nach vorne und leg deinen linken Arm über den rechten. Beug die Ellenbogen und versuch, die Handrücken zueinander zu bringen. Wenn das gut klappt, versuch mal, deine Handflächen zueinander zu bringen. Sehr gut. Zieh trotzdem weiterhin die Schultern nach unten, die Ellenbogen weg vom Körper und die Fingerspitzen streben nach oben in Richtung Himmel. Halt hier 1-2 Atemzüge und spür mal die intensive Dehnung in deiner Nackenmuskulatur. Dann darfst du auch schon wieder lösen und wechsel in Ruhe die Seite. Der andere Arm ist hier jetzt oben, die Ellenbogen gebeugt, die Handrücken zueinander und die Handinnenflächen eventuell zueinander. Es kann sein, dass die andere Seite sich hier etwas anders anfühlt als vorhin. Das ist völlig normal. Versuch dich einfach auf die Dehnung in der Muskulatur zu konzentrieren. Und mit der nächsten Ausatmung darfst du auch langsam schon wieder die Übung lösen. Senk langsam deine Arme, schüttel dich nochmal aus und richte dich erneut ein. Als nächstes machen wir eine statische Rückbeuge, das heißt, roll deine Schultern weit nach hinten und setz von beiden Händen die Fingerkuppen möglichst eng und hinter dir ab. Drück dein Brustbein aktiv raus und such hier möglichst viel Länge in deiner Körpervorderseite. Halt die Spannung zwischen den Schulterblättern und wenn du kannst, kannst du sogar beide Hände komplett hinter dir absetzen. Versuch hier eine Position zu finden, die für dich gut funktioniert. Atme noch einmal ein und öffne noch mehr die Vorderseite und löst dann schon wieder mit der Ausatmung. Setz deine Hände vorne an den Knien ab und mit dem nächsten Ausatmen jetzt die Gegenbewegung. Der Rücken wird rund, das Kinn kommt auf die Brust, die Schultern wandern nach vorne. Dynamisch das Ganze mit der Einatmung. Streck dich, öffne die Körpervorderseite. Und mit dem Ausatmen lass nach hinten fallen und versuch deine Schulterblätter von der Wirbelsäule wegziehen zu lassen. Kinn auf die Brust. Mit dem Einatmen streck dich wieder, öffne die Brust, richte den Blick nach oben. Und mit dem Ausatmen werd wieder schön rund und klein. Eine Wiederholung noch mit der Einatmung in die Streckung, in die Öffnung. Werd ein letztes Mal rund, so rund wie du kannst. Und atme ein, richte dich auf, streck dich nochmal und locker die Arme, kreis die Schultern und schüttel dich hier aus. Für den Abschluss noch einmal schön strecken, das heißt, nimm die Arme über die Seiten weit über Kopf, langsam, kraftvoll, atme tief ein, bring die Handinnenflächen zueinander und mit der Ausatmung senk die Arme langsam bis vor die Brust und du kannst dir selbst zulächeln. Vielen Dank. Schön, dass du mitgemacht hast. Wie hat es dir gefallen und welche Übungen haben dir besonders gut getan? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like und ein Abo da. Schau außerdem auch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort findest du viele Tipps für mehr Produktivität und Gesundheit am Arbeitsplatz. Für ausführlichere Beiträge besuche unsere Webseite und da speziell unseren Blog. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Bis bald!